Mein Name ist Jens Natrup. Ich bin ja am Institut für Sportwissenschaft im Arbeitsbereich Bewegungswissenschaften bei Heiko Wagner. Ich forsche an dem Blickverhalten von Turnern bei Rotationsbewegungen um die eigenen Körperachsen. Das heißt, wenn man sich Turner oder Wasserspringer angucken möchte, die sehr viele Drehungen in der Luft machen, wie orientieren die sich in der Luft, wo schauen die hin? Ziel ist natürlich auf der einen Seite der wissenschaftliche Aspekt, also wie arbeiten Augenbewegungen und Kopfbewegungen zusammen, um letztendlich wirklich gegen diese Drehbewegung des Körpers immer noch sich gut orientieren und was sehen zu können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Trainerseite, sprich, was kann ich nachher dem Sportler an die Hand geben, wie er seinen Sprung oder seine Ausführung verbessern kann. Die Augenbewegung, dafür nutze ich ein Eye-Tracking-System. Bei diesem sind Kameras auf die Augen gerichtet, das heißt, es gibt nachher Augenvideos, darüber kann man dann die Augenbewegungen erfassen. Und das andere ist ein Bewegungsanalyseanzug. In diesem Anzug sind Sensoren drin und der gibt mir nachher die Ergebnisse, wie der Sportler sich in der Luft genau bewegt hat. Und da ist für mich vor allem interessant die Kopfbewegung, also bedeutet Kopf im Vergleich zum Oberkörper bzw. zu den Schultern. Besonders für mich waren die Messungen in Bad Kreuznach. Das ist der Olympiastützpunkt für Trampolinspringen hier in Deutschland. Und da war es sehr beeindruckend und hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit den Top-Athleten, die es dann da oder die dort trainieren, mit denen wirklich zu arbeiten und die zu erfassen. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht und war auch sehr interessant. Ich bin sehr gerne Wissenschaftler und gerade diese Verbindung zwischen Wissenschaft und Lehre beziehungsweise auch nachher in den Schritt in den Unterricht, die finde ich sehr spannend, dass man halt wirklich in der Forschung irgendwas herausbekommt, was man auch nachher dann im Unterricht oder in dem Training an die Sportler weitergeben kann.